Jones, komm her! Du? Jones, verdammt nochmal, komm her, ich muss mit dir reden! Okay. Ja, was ist? Komm her, setz dich mal hin, ich muss mit dir reden. Schau mal, Jones, ich habe zwar deinem Vater versprochen, für dich zu sorgen, aber zurzeit geht es mir gar nicht gut. Und das heißt, für dich, du musst langsam Arbeit suchen. Hä? Was ist Arbeit? Arbeit bedeutet, dass du in einer Firma oder in einem Laden arbeiten gehst, dort Geld verdienst, dieses Geld mit nach Hause bringst, damit wir ein besseres Leben haben, Jones. Ah, okay. Ich werde jetzt meine Kontakte spielen lassen und ab morgen geht's für dich los, Jones. Ah, okay. Hast du Kontakte? Ja, ich habe Kontakte. Ich will arbeiten. Ja, ab morgen geht's los. Was machen wir denn hier die ganze Zeit? Bist du mein Bruder? Jones, benimm dich jetzt, okay? Hey, Markus, mein Bester! Genauso machst du das. Hey, Markus, na? Also du bist aber groß geworden. Ja, musst du grad sagen, hier läuft bei dir, ne? Das waren Zeiten für der Schule. Ja, Mann. Du, Markus, ich hab da eine Bitte an dich. Was liegt da, mein Bester? Was kann ich Gutes für dich tun? Mein kleiner Bruder, der ist nicht so einfach. Und kannst du ihn irgendwie einen Job organisieren oder sonst was? So unter alten Schulkameraden und so? Ja, okay, da lässt sich was machen. Hey, lass mich in Ruhe! Ich hab dir nichts getan! Ja, ich verstehe. Was ist denn das für ein Spinner da hinten? Ja, das ist mein Bruder. Oh, okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Okay, super, Markus. Ich danke dir. Du bist der Beste. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Danke dir, ja? Ciao, ciao. Bis bald, Bruder. Ciao. Enttäusch mich nicht. Na, alles gut bei dir? Hi, ich bin der Markus. Bist du mein Bruder? Nein, dein Bruder ist gerade gegangen. Ich bin dein Chef. Oh, bist du mein Chef? Ja, ich bin dein Chef. Und jetzt komm mit. So, das hier ist dein Büro. Setz dich hin. Mach's dir gemütlich. Ricardo, kümmere dich bitte um den. Ja, Chef, ich mach das schon. Ich wurde von Ihnen eingeladen bezüglich einer Maßnahme. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Hallo, ich rede mit Ihnen. Hören Sie mir überhaupt zu? Guten Tag. Ja, genau, guten Tag. Ich erzähle Ihnen gerade meine Probleme. Es geht um meine Existenz. Existenz? Ja, genau, meine Existenz. Bist du meine Existenz? Sag mal, spinnen Sie oder was? Ich rede von meiner Existenz. Hier sind die Unterlagen, die Sie wollten. Was soll die Scheiße? Wollen Sie mich verarschen? Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, Sie schon. Ja, okay, kriege ich jetzt neue Unterlagen? Ja, Unterlagen. Ja, okay, geben Sie jetzt dann die neuen Unterlagen. Okay. Moment, brauchen Sie nicht meinen Pass? Pass? Bist du mein Pass? Nein, das ist mein Pass. Ah, nicht mein Pass? Okay. Bist du behindert oder so? Nein! Ich meine Reisepass kaputt! Wie soll ich jetzt reisen? Ich meine Reisepass kaputt! Nein, raus! Nein, jetzt bekloppt! Nein, raus! Aber schnell! Raus! Sag mal, du bist doch der Neue. Neue? Hier sind wichtige Unterlagen vom Chef, die sollst du bearbeiten. Oh, Unterlagen? Ja, genau, die sind sehr wichtig für das Meeting morgen. Oh, okay. Was höre ich für einen Unfug, den Sie hier veranstalten? Was denn? Hier beschweren sich Kunden, dass Sie Ihre Dokumente entwendet haben. Ich habe keine Dokumente. Das kommt mir aber spanisch vor. Was ist das?
Das sind wichtige Verträge. Warum? Ich will sehen. Was wollen Sie denn sehen? Das sind Unterlagen, die Sie absolut nichts angehen. Ich will sehen. Die Unterlagen liegen aber nicht in Ihrem Aufgabenbereich. Verstehe. Aber sind Sie komplett bescheuert? Raus aus meiner Firma, aber sofort, du zerstörtes Ding. Bist du mein Chef? Raus sie aber sofort, such den anderen Chef. Ich kann es einfach nicht fassen. Wie kannst du mich vor anderen Leuten so blamieren? Ich hab dir 10-mal gesagt, dass du dich benehmen sollst. Tut mir leid, Mann, ich extra. Hör mal zu, ich spiele jetzt noch einen Kontakt von mir, das ist ein guter Freund von mir. Aber wenn du da verkackst, okay, dann sieh zu, wie du Land gewinnst. Hast du gehört, Jones? Okay, komm. Ich danke dir für den Gefallen. Ich bin dann weg. Auf rein. Kein Problem. Meld dich bei mir. Alles gut mit dir? Bist du mein Chef? Ja, genau. Ich bin dein neuer Chef. Komm, ich zeig dir deine Arbeitskollegen. Die zeigen dir schon mal, was du machen hast. Ja, was willst du? Ich hätte gerne ein Double After Five hier, bitte. Okay. Was ist das? Was soll das werden? Du hast gesagt, mit Doppelapfel und eine Pfeife. Bist du von einem anderen Planeten oder was? Was? Ich habe gesagt, eine Pfeife, ein Wasserpfeife. Brauchst du noch Wasser? Boah. Jones, mach mal Kohlerunde bitte. Bist du mein Bruder? Nein, Junge, ich bin nicht dein Bruder. Du sollst eine Kohlerunde machen. Wie? Was wie? Nimm den Kohlebehälter und verteil die Kohle an die Kunden. Ah, okay. Sag mal, willst du mich komplett verarschen oder was? Hey Chef, da bist du ja, wir haben ein Riesenproblem. Du, jetzt auch noch ein Problem, was ist hier los? Die komplette Kasse ist leer, das ganze Geld ist weg. Wollt ihr mich beide komplett verarschen? Sag mir nicht, du hast das ganze Geld aus der Kasse genommen. Timo hat gesagt, Kunden Kohle geben. Bist du bescheuert? Die Kohle, aber doch nicht das Geld. Du bist doof. Bist du komplett hirnverbrannt? Du hast sie doch nicht mehr alle. Raus aus meinem Laden. Das Geld hol ich mir von deinem Bruder wieder. Oh, ich fass es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht glauben. Junge, ich mach dir eine Arbeit klar, damit du mir Geld nach Hause bringst und du verschenkst dein Geld und machst mir Minus. Ja, guck mal, das ist ein Vogel. Bruh. Junge, das ist deine allerletzte Chance. Das ist mein letzter Kontakt. Wenn du da verkackst, dann schmeiß ich dich aus der Wohnung. Hast du mich verstanden? Komm jetzt. So, komm mal mit runter, ich zeig dir deinen Arbeitsplatz. Komm, ich bring dich zum Kollegen. Ja, wo ist der denn hier? Ist das alles deins? Ja klar, ist das alles meins. Von wem denn sonst? Hier sind aber viele Getränke. Ja, guten Morgen, das ist ja auch ein Getränkemarkt. Trinkst du viel? Jetzt auch dumme Fragen zu stellen, ne? Ah, da ist doch schon der Murat. Murat, sagst du ihm, was er zu tun hat? Und keine Dummheiten anstellen, ne? Mach das ordentlich. Hallo, du bist also der Neue. Mhm. Hallo, ich bin der Murat. Egal, komm mal mit. Ach, da. Was ist das hier? Das ist ein Pfandflaschenautomat. Hast du noch nie einen gesehen? Ah, und was macht das? Ja, du tust da Flaschen rein, dann kommt eine Quittung raus und mit der Quittung kriegst du Geld. Ah, wie heißt du? Ja, ich bin Murat. Bist du der Murat? Ja, hab ich schon gerade eben gesagt, ich bin der Murat. Ah, du bist Murat. Ja, was ist denn mit dir los? Komm, lass mal arbeiten.
Bleib bescheuert, was machst du da? Ich mach Geld. Wie, du machst Geld? Ich mach Flächenleer für Automaten. Bist du behindert? Wie viel hast du da rausgenommen? Wenn der Chef das sieht, bist du sofort gekündigt. Du hast das gesagt. Sei leise, sei ruhig. Wegen dir verliere ich noch meinen Job. Komm, lass reingehen. Wie viele Bonks hast du eigentlich da rausgeholt? So viel! Oh mein Gott, komm doch schnell weg hier! Oder was? Du darfst sie nicht parken! Ich sag dir sofort runterlassen, sonst rufe ich die Polizei. Sag mal, hast du komplett den Verstand verloren? Was bekomme ich damit? Du fährst mit dem Gabelstapler hier rum und hebst irgendwelche Autos ab? War ich das etwa? Wegen dir kassieren wir hier noch eine Anzeige und ich verliere meine Firma hier. Verschwinde sofort von hier! Raus! Hast du eigentlich einen kompletten Dachschaden? Sogar bei meinem letzten Kontakt hast du verkackt. Junge, wofür bist du eigentlich zu gebrauchen, Mann? Weißt du was? Scheiß drauf. Du bist und bleibst mein Bruder. Egal, wie oft du verkackt hast. Aber ich werde immer zu dir halten, Mann. Bist du mein Bruder? Okay. Hast mich auseinandergenommen, oh ja, muss sein. Komm mal, das ist glaub ich drin. Okay, Action. Hey, lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Nein, warum machst du meine Reise fast auf? Wir machen sie Ruhe, Nein, er ist bekloppt, raus hier! Was machst du da, Junge? Ich hab gar nichts gemacht. Der wollte gerade ernsthaft Action. Warum machst du meine Reise fast auf? Wir machen sie Ruhe, Nein, er ist bekloppt! Der muss mit den Augen schwimmen! Action! Ey, was machst du da? Ja! Warum rennst du? Was macht er so, während ich da rennst? Ja, ich dachte, der macht. Der rennt einfach. Sag mal, hast du komplett den Verstand verloren? Was hab ich damit bekommen? Bruder, was machst du denn, Alter?
Wallah, ich dachte ein Chef.